Willkommen zu meinem Vlog für den Wettbewerb der Sony Vlog Academy. Jetzt ist 5.51 Uhr am Morgen und das ist mein Equipment, eine kleinere Zange für die Sachen, die leicht zu erreichen sind, und eine ausziehbare für die Sachen, die weit weg sind. Und diese Tasche nehme ich, um meine Sachen reinzutun. Diese Tasche habe ich vor ein paar Wochen aus dem See gefischt. Ich laufe jetzt von mir zu Hause Richtung Kakel in Luzern und werde mich dann dort wieder melden. Ich bin jetzt hier vor dem Kakel in Luzern und jetzt ist 6.08 Uhr. Ich werde hier wie jede Woche seit letztem Juli am See in Luzern Müll einsammeln gehen und laufe jetzt am See entlang Richtung Badestrand am Tripschenhorn. Hier hat ein Schwanz ein Nest gebaut und wie man erkennen kann, hat er auch ein bisschen Plastikmüll in seinem Nest, was echt traurig ist, dass Schwäne hier sogar Müll gebrauchen, um die Nester zu bauen. Der Müll, der hier auf dem Steg ist, habe ich alles aus dem See gefischt. Jetzt beim Strandbad bei der Tripschenhorn und es ist jetzt 7:45 Uhr und ich bin jetzt für heute fertig und gehe noch nach Hause. Und jetzt ist 8:43 Uhr. Ich bin wieder bei mir zu Hause, war also nicht ganz 3 Stunden unterwegs. Mein Vlog ist jetzt hiermit fertig. Ich habe jetzt noch etwa 1 Stunde, um das Video zu schneiden und hochzuladen. Ade, ich hoffe, dir hat mein Vlog gefallen und ich wünsche allen anderen, die beim Wettbewerb mitmachen, viel Erfolg.